Also entweder ist das da vorne wieder so ein Sauerstoffding. Ich habe nur noch wenig Sauerstoff, eine Überraschung. Okay, ich hatte kurzzeitig die Idee, dass da vielleicht jemand sitzt und... Naja, egal. Ja, davon ist doch welcher. Okay, Sauerstofftank gefüllt. Schätzungsweise 8 Stunden verbleiben. Und nun? Eigentlich möchte ich gar nicht wissen, was passiert, wenn die Sonne untergeht. Hat da gerade jemand Riddick bzw. Pitch Black gesagt? Okay, da vorne ist irgendwas. Zeit für Antworten. Ich habe erneut ihre Spur gefunden. Ich frage mich, wie sie hier überleben kann. Und ob ich ihr überhaupt vertrauen kann. Ihre Spur leitet mich um die Gefahren, aber vielleicht ist sie einfach nur selbst vorsichtig. Eines ist sicher. Sie möchte nicht, dass ich ihr folge. Und genau deswegen muss ich ihr folgen. Es ist Zeit für ein paar Antworten. Oh, sie spricht doch eh nur Russisch. Na, vielleicht kann unser tolles Gerät ja dann auch irgendwie Sprache übersetzen. Oder sie schreibt was auf. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Warte auf mich! Hallo? Na toll, und wie komme ich da rüber? Sieht schon aus wie ein versteinerter Blumenkohl, aber nun gut. Ach, Mann. Alter. Ach ja? Sag mal. Ist doch nicht wahr. Muss doch da irgendwie hochkommen. Na, geht doch so und komme ich da jetzt irgendwie rüber? Nö, toll. Das hat sich ja richtig gelohnt. Okay. Warum sagt mir denn keiner, dass ich hier viel einfacher hochkomme? Nee. Okay, und jetzt stellt euch vor, ihr seid auf einem komplett fremden Planeten, ihr habt keine Ahnung, wo ihr seid. Und das ist vor euch und weit und breit ist nichts zu sehen, ihr wisst aber, irgendetwas lebt hier. Alter, ich glaube, wäre ich wirklich in dieser Situation, ich würde mir so in den Raumanzug kacken. Boah. Alter. Okay, da komme ich offensichtlich nicht vorbei. Ah. Noch ein Stück. Ja, jawohl.
That doesn't look safe. Doch, doch, das sieht super aus. Na toll. Spring nicht. Ich will doch nur mit dir reden. Es gibt so viel, für das es sich hier lohnt zu leben. Zum Beispiel malerische Sonnenuntergänge und fleischfressende Pflanzen. Und eventuell riesige, creepy Aliens. Toxisches Moos. Steine. So. Die Steuerung wird nicht mit Energie versorgt. Finden Sie einen Weg, um die Energieversorgung wiederherzustellen. Okay. Sehr unauffällig. Viele Rückschläge bei der Produktion in letzter Zeit. Wir haben einen neuen Kran auf dem Versorgungsgebäude installiert. Nun, ich sollte wohl sagen, dass wir einen alten Kran angebracht haben. Dieses Ding ist ein Stück Müll. Allerdings konnten wir eine Stromquelle anschließen und ihn damit lange genug in Betrieb nehmen, um über Nacht Vorräte zu sichern. Aufbewahrung hochzuziehen. Was? Wer lesen kann. Um über Nacht Vorräte zur sicheren Aufbewahrung hochzuziehen. Ich hoffe, dass die Wissenschaftler bald ein Heilmittel finden. Ein Heilmittel? Wofür genau brauchen wir bitte ein Heilmittel? Ich bin ja immer noch nicht davon überzeugt, dass das hier eine gute Idee ist, aber... Ach, das kann ich jetzt so tragen, ja? Dafür brauche ich keinen Roboterarm. Na, den brauche ich jetzt natürlich erst hier. Das macht total Sinn. Exakt mittig eingesetzt. So soll es sein. Ich gehe da mal ganz schnell weg, bevor es explodiert oder so. Was sage ich? Na toll. Wie komme ich jetzt zurück? Kann ich darüber? Kann ich da runter? Ach was. Okay. Wieder los. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme nicht ansatzweise irgendwo hin, wo ich hin möchte. Ach ja, einen Umweg nach dem anderen. Also ich weiß noch nicht, wo das Ganze hier hinführt. Also jetzt nicht streckentechnisch, sondern storytechnisch. Aber irgendwie könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das einen super Arthouse-Film abgibt. Also wirklich ein sehr ruhiger, nur
wenig Dialog oder Monolog. Ah, natürlich. Ganz zufällig ist jetzt der Jetpack-Brennstoff aufgebraucht, na klar. Willkommen beim Stargate. Was genau muss ich jetzt machen? Ganz ehrlich? Nicht gut. Da komme ich her, ne? Ja. Oder? Nee. Aber da komme ich auch auf jeden Fall nicht weg. Ich weiß nicht genau, was es ist und warum ich es aktiviert habe, aber ich glaube, ich möchte hier ganz schnell weg. Habe ich gedacht, so hey, ich spiele ganz kurz ein bisschen Lifeless Planet, nehme ein bisschen was auf und bin jetzt einfach seit 2 Stunden am Zocken. Bin ich da runter? Ja. War das sinnvoll? Bin mir nicht sicher. Ach, jetzt bin ich hier wieder bei der Hütte, alles klar. So, dann kann ich ja jetzt. Ja. Mit. Na toll. Ach, ist doch scheiße. Fick dich, du Pflanze. Wisst ihr was? Ihr könnt mich hier alle mal. Ich gehe auf meinen eigenen Planeten mit Blackjack und Nutten. You weren't always alone, though, right? I am told you were once married. Yes, that's right. Years ago. But then your wife turned up missing one day. Well, friends thought maybe she had just run off, but. But you knew otherwise? Yes, ma'am, and I went looking for her. I searched for her day and night. Okay. Spring nicht. Ganz ehrlich. Nein, 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 nein!